Das ist eindeutig was für Liebhaber. In Ingolstadt sind in den 70er Jahren nur 30.000 Exemplare von diesem Audi Coupé 100S vom Band gelaufen. Diesen Fund von 2022 aus einem Oberpfälzer Stausee hat sich ein Autohändler bei Köln gesichert und der will den Wagen, so wie er dasteht, für 7.500 Euro jetzt verkaufen. Ja, ich habe mich am Markt orientiert und der Marktspiegel von führenden Anbietern sagt Zustand 5 für dieses Fahrzeug notiert mit 7.500 Euro. Und da bin ich der Meinung, Zustand 5 ist er wohl noch. Zustand 5 heißt nicht fahrbereit und dringend reparaturbedürftig. Letzten Sommer war das Auto aufgetaucht und alles sprach zunächst für einen Kriminalfall. Gut 40 Jahre lag der Wagen in diesem Stausee bei Pfreimd in der Oberpfalz. Bei Revisionsarbeiten für die Staumauer stieß ein Sonargerät auf das Wrack. Monatelang prüften Ermittler daraufhin alle eventuellen Verbindungen und Spuren zu ungelösten Kriminalfällen. Aber am Ende liefen alle Untersuchungen ins Leere. Der Händler aus Köln hat nun tatsächlich eine Idee, wer den Wagen kaufen könnte. Also für mich ist es irgendwie sozusagen schon fast ein Kunstobjekt und ich denke, es gehört irgendwo in die Hände eines Sammlers, eines Museums oder eines privaten Audi-Clubs. Irgendwer, wer sich dafür fabelhaft interessiert. Der Zustand ist eigentlich meines Erachtens zu schlecht, um ihn zu retten. Also eine Restauration ist nur mit sehr viel Aufwand und noch mehr Geld denkbar. Aber wer weiß, dass ein Autohändler für einen Schrotthaufen 2.300 Euro bei einer Versteigerung bietet, das hätte vorher auch kaum einer geglaubt.